In letzter Zeit, da poppen immer mehr Beiträge auf, in denen es um die Zukunft des Datings geht und welche Prognosen realistisch sind. Viele prangern dabei auch zu Recht Digitalisierung sowie Online-Dienste wie zum Beispiel OnlyFans an, also den Verlust von physischer Interaktion. Ja, und nimmst du das und packst oben noch komische Gender-Thesen plus gesellschaftliche Diffamierung von allem, was männlich ist, drauf, oder bekommst du als Resultat natürlich ein romantisches Komplettdesaster geliefert. Wenn du für dich gut aufgestellt sein willst, bessere Frauen in deinem Leben haben willst und ein Maximum an Einfluss und Selbstbestimmung möchtest, dann hol dir mein Buch oder komm in meinen inneren Kreis, denn das sind dort die Kernthemen. Wie immer ist unten alles verlinkt, falls du noch nicht dabei bist. Ja, Vereinsamung dürfte eines der großen Themen der Zukunft sein, auch wenn es bisher kaum jemand anspricht oder begreifen will. Und mit der noch jungen künstlichen Intelligenz kommt eine vermeintliche Lösung für das Problem der männlichen Einsamkeit daher, die meiner Ansicht nach abschreckender kaum sein könnte. Die Rede ist von virtuellen Partnerschaften, bei denen du dir eine KI-Freundin quasi designen kannst, die alles und noch mehr für dich macht als eine Frau aus Fleisch und Blut. Ja, zumindest wird es so beworben und viele Männer, die fallen da auch schon drauf rein und nutzen diese würdelosen Angebote sogar noch. Genauso wie viele Männer OnlyFans nutzen und sich damit im Prinzip komplett degradieren. So, lass uns mal hier auf einen Beitrag gucken, der uns kurz zusammenfasst, wie das funktioniert. Lesen wir uns am besten mal rein. AI Girlfriend, so bekommt man eine KI-Freundin. Ein AI Girlfriend ist eine Freundin oder ein Kontakt, der auf einer künstlichen Intelligenz beruht. Wer ein Smartphone besitzt, kann auch eine KI-Freundin haben. Na, super. Der technologische Fortschritt macht auch vor unseren sozialen Bindungen und Beziehungen nicht Halt. Die unkonventionelle Art einer künstlichen Freundschaft oder Beziehung ist dabei auch möglich. Egal ob aus Neugier oder dem Gefühl der Einsamkeit, eine AI-Freundin kann ihnen Gesellschaft leisten oder das Gefühl emotionaler Stütze bieten. Auch eine romantische Beziehung kann sie zumindest verbal und visuell simulieren. Manchmal sind Charaktere vorgegeben, bei manchen Softwares können sie diese aber auch selbst erstellen. So schaffen sie ihre KI-Freundin nach ihren Wünschen. Na, wenn das mal kein Fortschritt ist. So, hier geht's gleich weiter mit der Bewerbung des Ganzen. Die Vorteile einer KI-Freundin. Eine Beziehung mit einer KI aufzubauen geht mit einigen Vorteilen einher. Aha. Das niederschwellige Angebot einer sozialen Beziehung kann etwa Einsamkeit aufheben. Naja, die künstliche Freundin ist stets verfügbar und immer für sie da. Egal zu welcher Tages- und Nachtzeit, sie wird ihnen immer positiv gestimmt sein. Aha, wer hätte das gedacht? Wenn sie keine Konflikte mögen, werden sie mit dieser künstlichen Intelligenz auch nie welche bekommen. Ja, wunderbar, hier haben wir eigentlich schon den Beweis, dass das nur schwache Männer anspricht, sowas. Denn wer ist denn konfliktscheu bzw. nicht konkurrenzfähig? Das sind ja sicherlich nicht die souveränen, selbstbewussten Machtmänner, würde ich mal sagen. Sie ist auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten und berücksichtigt ihre Wünsche in allen Belangen. Auch wenn sich diese ändern, akzeptiert ihr AI-Girlfriend diese widerstandslos. Klasse. Ihr AI-Girlfriend interessiert sich immer für sie und ihre noch so abwegigen Interessen. Aha, na, das sagt ja auch einiges aus. Abwegige Interessen, das können ja auch krankhafte Neigungen sein, die hier offenbar beworben werden. Ja, was sie bei ihrem AI-Girlfriend bedenken sollten, hier wird dann zumindest ein bisschen relativiert. Künstliche Intelligenz beruht auf der Sammlung von Daten, fehlende Emotionalität und Empathie können daher sehr frustrierend sein. Aufmunternde Worte im Chat können schließlich keine tröstende Umarmung sein. Naja, immerhin wird's noch ein bisschen neutralisiert, das Ganze. Ja, und wenn man sich dann etwas durch die einzelnen Angebote im Netz klickt, dann müsste das eigentlich auf jeden gesunden Mann, der noch einen Funken Ehre sowie eine Spur von Testosteron in sich hat, vollständig dystopisch wirken. Es gibt bereits eine große Menge von Webseiten und Apps, die offenbar jedes erdenkliche Bedürfnis und jeden Wunsch befriedigen können. Und man muss natürlich auch sagen, das alles steckt noch in den Kinderschuhen, das ist erst der Anfang von dem, was kommen wird. Tausende von Männern, deren Gehirn durch Schmutzfilme ohnehin schon verformt wurde,
deren Erwartungen an Frauen durch zum Beispiel OnlyFans verzerrt wurden und deren tatsächliche Erfahrung mit echten Frauen dank der isolierenden Natur der modernen Gesellschaft gegen Null tendiert, die wenden sich jetzt an KI, um romantische Interaktion zu simulieren. Ich meine, das Verkaufsargument hier ist klar. Du hast ein wunderschönes Mädchen, das dir jeden Wunsch erfüllt, das immer zurückschreibt, das sich immer dafür interessiert, was du zu sagen hast, das immer bereit ist, dir zuzuhören und das immer in dich verliebt ist und auch das genau das mag, was du auch magst. Genau das ist hier der Selling Point. Klingt verlockend, oder? Die KI-Freundin ist, wie gesagt, 24 Stunden am Tag da und wird nie depressiv, launisch oder hat andere Dinge im Kopf. Nein, sie ist bei dir vom Aufwachen bis zum Einschlafen, bis du sie abschaltest. Und du bist das einzige Objekt ihrer Begierde und ihres Interesses. Und nochmal, KI steckt erst in den Kinderschuhen. Was wir jetzt an KI lernen, an menschenähnlichen Reaktionen und der Fähigkeit, sinnvolle Gespräche zu führen, sehen, das ist noch relativ unausgereift. Und in den nächsten Jahren werden wir in diesem Bereich riesige Sprünge erleben, das steht fest. Sprachmuster werden realistischer werden, KI wird lernen, noch menschlicher zu wirken und Informationen aus Millionen von Interaktionen werden in Sekundenschnelle berechnet werden, was dann realistischere Chat-Algorithmen ermöglichen dürfte. Diese KI-Freundinnen, die werden also von Tag zu Tag perfekter und man erstellt ja bereits jetzt Videoformate dieser Kreaturen, die so realistisch aussehen, dass das bloße Auge Mühe damit hat, zwischen einem computergenerierten Bild und dem einer echten Person zu unterscheiden. Virtuelle Freundinnen werden also nicht nur Sprachnotizen verschicken können, sondern natürlich auch aufreizende Bilder. Sie werden fähig sein, selbstständig Videoanrufe zu tätigen. Hey babe, hope you're all good. I'm excited to meet you. Hey babe, hope you're all good. I'm excited to meet you. Und die Verhaltensmuster der Männer lernen, mit denen sie interagieren. Viele Männer, die diese Angebote nutzen, werden in der Zukunft zahlende Kunden sein, die also einen kostenpflichtigen Dienst in Anspruch nehmen und nicht wenige dieser Männer werden nach diesem Dienst süchtig werden. Ähnlich wie das bei Schmutzfilmen der Fall ist, macht es diese Sucht natürlich umso unwahrscheinlicher, dass diese Männer jemals eine echte Frau treffen, kennenlernen und eine Familie gründen werden. Und der erste Impuls, sich an solche Angebote zu wenden, der ist ja heute sogar nachvollziehbar. Man könnte sich fragen, warum soll man sich denn mit einer echten Frau verabreden, mit all den Problemen, den Höhen und Tiefen, den schlechten Zeiten im Monat sowie ihren nervigen Freundin oder Familie, wenn man doch die perfekte KI-Frau haben kann, die keine dieser Nachteile hat. Welchen Unterschied macht es, ob man mit einer echten Frau interagiert, mit all den Unsicherheiten, die sie oder man selbst hat, oder ob man sich an einer KI-Frau ergötzt? Und die KI-Frau, die ist ja ganz klar die einfache Lösung des Problems. Lass mich gern mal wissen, was du davon hältst. Ich für meinen Teil, ich sehe das als wunderbares Symptom der Moderne, vielleicht sogar als eine Art gerechtfertigte Euthanasie, zumindest aber als natürliche Auslese, denn schwache Männer haben unbequeme Zeiten geschaffen, so wie sie es immer tun und jetzt können das erstmal eine Zeit lang alle ausbaden.